Servus zu einer neuen Folge von mir. Heute möchte ich euch mal ein ganz tolles Zubehör für eure RAM-Markierer vorstellen, und zwar den sogenannten AirTube. Für die, die jetzt mit dem Wort oder dem Begriff erstmal gar nichts anfangen können, AirTube ist ein Mittel, um seinen Markierer mit HP oder mit Pressluft in dem Fall oder eben mit CO2 zu versorgen. Und zwar wird es hier durch eine sehr coole Technik gemacht. Das Ganze wird nämlich hier über den Anschlageschaft gemacht, und wie sowas aussieht, möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen. Also ein AirTube sieht einfach nur so aus, hat hier vorne was zum Reinschrauben, was übrigens immer genau die gleiche Größe ist wie so ein genannter ganz normaler Regulator auf euren Pressluftflaschen oder euren CO2-Flaschen eben hat. Diese Größe ist immer einheitlich und passt also somit dann auch in jeden Markierer hinein. Das Wichtigste ist nur, dass ihr das Ganze benutzen könnt, braucht ihr natürlich einen Markierer, wo die Pressluftflasche oder die CO2-Flasche eben auch hinten reingeschraubt werden kann. Mir fällt da jetzt spontan einmal die T68 von RAB4 ein. Oder die Pumpgun von Walter, die SG68 oder die ganzen Tiberius-Gewehre, die können das eigentlich auch. Wichtig ist natürlich, dass man das hauptsächlich nur bei Real-Action-Markierern findet, wo die Flasche direkt hinten angeschraubt werden kann und nicht über einen anderen Anschluss dann unter dem Griff praktisch sitzt. So, das Tolle jetzt an so einem AirTube ist, dass ich hier die totale Möglichkeit habe, wie denn praktisch dann der hintere Teil meines Markierers aussehen soll. Ich habe mich in meinem Fall mal für ein Sniper-Modell entschieden. Und zwar sieht mein Buttstock, also der Anschlageschaft, dann so aus. Ist jetzt der Anschlageschaft von einem Sniper-Gewehr, Nachbildung Barrett. Und das Tolle ist auch noch, dass das hier eben ziemlich viel Plastik spart, aber und auch Metall, aber trotzdem relativ stabil ist, dass ich hier keine Angst haben muss, dass das kaputt geht. Und hat hier hinten sogar noch eine extra Gummiauflage drin, damit das rutschfester in der Schulter dann liegt. Und somit kann man dann diesen AirTube eben auch verwenden. Und zwar habe ich hier diese gleiche Form wie der AirTube, wie man sieht, und somit kann ich das natürlich dann einfach in den Anschlageschaft hineinstecken. Das geht am Anfang meistens ein bisschen schwer. In meinem Fall habe ich jetzt hier noch diese zwei Metallriemen hier, die ich nach unten ziehen muss und gleichzeitig diesen Druckhebel, der sich hier befindet, eindrücken muss. Und wenn ich das dann mache, dann kann ich das Ganze komplett reinschieben. Und dann rastet das Ganze eigentlich auch im Normalfall ein. Was dann natürlich auch eine tolle Geschichte ist, weil ihr dann einfach total fest diesen AirTube drin habt. Und dann natürlich, wie geht es weiter? Ich habe jetzt zum Beispiel hier meine T9. Die ja wieso schon die Möglichkeit bietet, dass man hier hinten eine CO2-Flasche oder eine Pressluftflasche reinschrauben könnte. In meinem Fall nehme ich jetzt einfach meinen AirTube und schraube den hier wie eine Flasche eben hinein. So, jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt hat dieser AirTube eine tolle Funktion, man dreht so weit zurück oder sogar noch ein Stückchen weiter, dass der Anschlageschaft dann gerade ist. Hier gibt es dann dieses Rädchen, was man nach vorne drehen kann. Das sollte einigermaßen fest angezogen werden, und dann kann man hinten am Schaft noch ein bisschen nachdrehen und schon hat man das Ganze sehr stabil eben drin. Und jetzt habe ich hier die tolle Eigenschaft, dass ich eben hier über so einen normalen Füllnippel eben dann meinen Mamba-Schlauch anschließen kann. Ist also eigentlich ein tolles Tool.
wird, soweit ich weiß, leider nur von Raab 4 hergestellt. Kann man allerdings auch schon ziemlich verbreitet in Deutschland erwerben, das Ganze. Für die, die jetzt denken, das ist ja ein bisschen blöd, wenn ich da jetzt immer mit so einem langen Anschlageschaft spielen muss. Natürlich stimmt das nicht ganz. Man kann diesen Anschlageschaft wie alle anderen Anschlaggeschäfte natürlich auch einfach ganz normal verstellen. In der Länge, wie man es eben für sich selber braucht. Zeige ich euch auch mal kurz. Das ist also der AirTube. Wenn ich hier eindrücke, kann ich das Ganze bis komplett vorschieben. Rastet hier auch immer schön ein, weil unten natürlich auch diese Löcher sind. Entweder kann ich es lange spielen oder eben eindrücken, so wie ich es eben gerade brauche. Diese hinteren Anschlaggeschäfte könnt ihr auch alles nehmen, was eben für AirTube passt. Ist ein super Tool, kann ich nur jedem begeisterten Real-Action-Spieler ans Herz legen, sich mal nach sowas umzuschauen. Wer jetzt gerne wissen möchte, wo er sowas bekommen kann, also die erste Anlaufstelle wäre da der ramshop24.de. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Video gefallen hat zum AirTube und wir uns dann demnächst wiedersehen.